Guten Morgen, meine Lieben. 8 Uhr, 10 Minuten, Sonntag, 4. April, Ostersonntag. Da ihr das jetzt erst am Ostermontag seht, wünsche ich euch einen schönen Ostermontag. Ja, genießt hoffentlich einen freien Tag. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, der gestrige war schön, sowohl vom Wetter als auch von den Erfahrungen. Und jetzt setzen wir eben den heutigen Tag auf. Das war gestern. Gestern habe ich zumindest eine Liste geschrieben der Texte, die ich korrigieren muss, und bin draufgekommen, es sind, glaube ich, 10 Stück. Habe ich also circa 5 Stunden zu tun. Ja, und sonst habe ich am Vormittag weiß ich gar nicht viel, was ich getan habe. Ich habe natürlich gefilmt und ich habe meine Hörbücher schon angefangen zu katalogisieren. Aber dann war sie nicht so recht, was ich gemacht habe. Zum Mittag um 12 Uhr sind wir dann einkaufen gefahren. Und dann habe ich zwischen Einkaufen und Osterjause, was circa um 3:30 dann war, habe ich gebastelt. Das zeige ich euch geschwind. Wartet mal. Haha, das kann ich euch ja zeigen. Na, eins habe ich ja noch. Und zwar habe ich so kleine Boxen gemacht. Dafür habe ich ja eine Die, also eine Stanze. Und die stanzt aus sowohl die Box als auch diese Platte da vorne, auf die ich dann von Tim Holtz aus diesem Set hier, wo so verschiedene Sachen drauf sind, die man auf die Crazy Cats und so draufkleben kann, also draufsetzen kann, so quasi, dass die Crazy Cats oder die Crazy Birds sich verkleiden. Das nennt sich Crazy Things. Und da sind eben diese Hasenohren, habe ich sehr passend gefunden. Und nur kleiner Spoiler, das Set habe ich nicht umsonst da liegen. Nicht nur dafür, dass ich euch das jetzt hier zeigen kann, gell? Sondern damit machen wir halt auch was. Aber ja, jedenfalls. Und das Papier habe ich auch selbst gemacht. Und zwar habe ich gestern das Video von der Verena entdeckt. Von vor ungefähr 3 Wochen oder was ich gesehen habe. Also YouTube ist ja echt fies, die zeigen mir ja gar nicht alles. Aber jedenfalls hat sie da halt einiges an so Aquarell. Hintergründen ganz einfach gemacht für ihre Karten. Ja, und da war ich dann inspiriert, dass ich das auch mache und habe dann eben diese Boxen draus gemacht. Und da drinnen ist einfach nur ein kleines Ferrero, weil das passt da gut rein. Ja, also wie gesagt, das ist so eine Pop-up-Box, die man da eben so ausstanzen kann. Und ich habe ja so eine Freude mit diesen Boxen. Ich weiß nicht, ich finde die einfach so dermaßen witzig. Und die gehen dann so ineinander, wenn sie denn wollen. Ah, du willst gerade nicht, gell? Ist ja eh klar. Aber ja, und dann ist diese, das ist wie so eine Takeout-Box. Deswegen hat mir die eigentlich so gut gefallen. Es gibt durchaus noch einmal was Kleineres, wo die Ferreros nur mal besser reinpassen. Aber ja, was ich gestern allerdings beim meinen nicht geschafft habe, war noch die Ohren anzumalen. Die sind also einfach nur schwarz-weiß drauf gestempelt. Aber es hat trotzdem sehr süß ausgeschaut. Ja, also das mache ich unglaublich gern, dass sie einfach die Hintergründe, also das Papier quasi selber irgendwie einfärbeln, entweder mit der Jelly Blade oder eben mit sowas oder keine Ahnung, mit Schablonen, frag mich nicht, was ich alles für Muster drauf machen kann. Und dann aus dem solche Sachen ausstanzen. Habe ich zu Weihnachten auch Notizbuchcover so gemacht. Genau. Ja, also das habe ich dann gemacht. Dann haben wir eben bis circa 6, waren wir dann eben bei Mama und Papa drüben, haben einen Murz, eine Gaudi gehabt. Es war so, so nett. Ich habe so das Gefühl gehabt, gerade am Anfang, wo wir uns hingesetzt haben zum Essen und uns dann alle auf das alles gestürzt haben und gelacht haben und Bier getrunken haben und überhaupt, das war wie aus einer kitschigen Fernsehserie. So richtig diese, wo sich am Ende, nachdem Murz eine Turbulenzen überwunden worden sind, alle zum Tisch setzen und gemeinsam lachen und essen und wo die Kamera dann so rauszoomt und ja, der Tag hat gut geendet. Also wirklich so richtig kitschig, aber es war auch so richtig kitschig gut. Also war ganz, ganz herrlich. Außerdem das Wetter war ein Traum. Und dementsprechend war alles sehr super. Nur danach, wie ich daheim war, war ich dermaßen müde, dass ich geschlafen habe. Bis circa 9, 9:30. Und dann bin ich aufgestanden. Und dann habe ich das Video bearbeitet, das ich übrigens gestern auch vergessen habe aufzuschreiben. Na wunderbar. Jetzt haben wir es noch verschmiert auch noch. Yay!
habe ich das Video dann noch geschnitten und dann war es circa 1, halb 2. Dann bin ich ins Bett gegangen, also auf die Couch. Haben wir ja schon einmal drüber geredet, dass ich dann so spät nicht mehr umgehen muss ins Schlafzimmer. Und dann habe ich noch gelesen. Und da schauen wir mal jetzt ganz kurz, wann sind wir denn tatsächlich schlafen gegangen? 1:34 Uhr bin ich dann eingeschlafen. Ja, heute natürlich wieder um 6 der Kater da gewesen. Wie gesagt, noch hat er die Sommerzeit nicht ganz intus. Kommt sicher noch, aber noch geht's. Ja, und jetzt bin ich da. Also prinzipiell bin ich jetzt wacher wieder als gestern in der Früh, was irgendwie strange ist. Aber bitte. Na gut, also wie gesagt, das war der gestrige Tag. Von den Sachen, die da so stehen, habe die meisten tatsächlich gemacht, nachdem ich aufgestanden bin, wieder um 9, halb 10. Ja, ich habe natürlich nicht gebügelt. Menüplan haben wir einfach gesagt, okay, na, brauchen wir eigentlich gar nicht machen, weil wir haben Reis, wir haben Nudeln, wir haben Kartoffeln. Alles, was im Tiefkühler drinnen ist, kann damit verbunden werden. Also wozu groß überlegen? Haben also keinen Menüplan gemacht. Und ja, sonst ist da jetzt nichts so dramatisch Wichtiges. Ja, aber noch etwas habe ich gestern gemacht. Nicht nur, dass ich meinen Dings da abgedatet habe und brav 1000 Schritte gegangen bin, auch erst nachdem ich wieder aufgestanden bin, war ich dann sehr aktiv. Habe ich dann auch, was tust du da drinnen? Was machst du da drinnen? Du kehrst daher. Sadala. Ja, habe ich wieder so ein Sticker-Dashboard gemacht. Wieder diese Challenge von der Dakshina mit der Alice Corner zusammen. Und das Thema ist Frühling. Und es ist jetzt vielleicht nicht offensichtlich Frühling, aber für mich ist Gelb und Grün zusammen immer Frühling. Und deswegen. Ja, finde ich wieder ganz nett und ganz witzig. Man kann wieder große Boxen aufbrauchen, man kann diese runden Sticker aufbrauchen, mit denen ihr sonst nicht so wahnsinnig viel was anfangen. Und ja, ich weiß nicht, ist ganz lustig gewesen. Und jetzt ist vor allem diese Seite auch wieder gefüllt. Also, gut, sonst habe ich nichts angestellt. Ja, sonst habe ich nichts angestellt. Aber für heute habe ich große Pläne. Große Pläne habe ich heute. Und zwar, weil eben mich gestern diese Ohren inspiriert haben. Ja, haben wir gedacht, okay, diese Ohren, die muss ich ja gleich einmal verwenden. Deswegen kommen sie schon einmal raus. Und wie gesagt, die Ohren, die gehören entweder auf die Vögel, auf die Crazy Birds. Das sind die da. Die habe ich allerdings schon verwendet. Daher will ich jetzt diesmal nicht Crazy Birds verwenden, sondern ich werde Crazy Cats verwenden. Und zwar, wo kommst du hin, damit du nicht blendest? Die da hätte ich gern. Also das heißt, die werden wir jetzt einfach alle runterholen. Da hätte ich jetzt eben gern diese Katze, die da unten sitzt. Die kriegt dann diese Ohren. Heute mögen mir meine Stimmbänder nicht. Ja, also, aber das Thema ist, also wir müssen dann natürlich Layering und so weitermachen. Nur, man muss ja immer, wenn man Layering macht, also wenn man alles auf die Seite stempelt, muss man ja die Sachen, die vorne sein sollen, als erstes stempeln. Dann muss man Mask machen und dann muss man die nächste Lage stempeln, die also quasi dahinter sein soll. Und dann die letzte Lage, die ganz hinten ist. Ja? Was ja prinzipiell recht cool ist. Das Problem ist nur, dass ich hier sehe, dass ich ja jetzt die Ohren als erstes stempeln müsste, damit es hier sitzt. Das könnte man natürlich schlicht merken, wo ich das ansetzen muss, so quasi hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und dann im 14. Kastel. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante wäre tatsächlich, nachdem das ja Ohren sind, die die Katze sich aufsetzen würde, mit voller Begeisterung, wie man sieht, ja, könnt ihr natürlich das jetzt auch auf Stickerpapier ausschneiden dann und aufkleben, sodass es auch tatsächlich so ist, ah, die hat eine Verkleidung sozusagen auf. Ja? Und übrigens ist das dann auch nicht der Nepomuk, sondern das wird heute die Sandy sein. Das heißt, ich werde die relativ viel weiß lassen und nur da, wo sie eben kariert ist, ein bisschen mit Braun und Sandy, zeige mal deinen Schwanz her. Ja.
zeigt sie mir natürlich nicht, aber ich glaube, ihr Schwanz ist also ganz braun. Das heißt, der muss natürlich, du hast keine Schwanzspitze, die weiß ist, oder? Ich kenne meine eigene Katze nicht. Komm, Sandy, zeig deinen Schwanz her. Nein, sie hat keine weiße Schwanzspitze, sie hat sogar eher eine schwarze Schwanzspitze. Ja, und ein bisschen da im Gesicht braucht man das natürlich auch, gell Mausi? Und dann hätten wir die kleine Sandy, die im Gras sitzt, Gras kommt also auch noch, und Hasenohren als Verkleidung aufhat. Ja, und genau so wird sie schauen, völlig Hilfe, was passiert mir hier? Gut, das ist einmal der erste Streich. Der zweite Streich ist natürlich, dass wir Gras brauchen. Und wer meine Halls letztes Jahr verfolgt hat, hat dann vielleicht gesehen, dass ich ja diese Wiese mir gekauft habe. Durchaus mit der Begründung, ich möchte ja manchmal Sachen in eine Wiese setzen. Und genau so ist es. Ich möchte die Katz heute in die Wiese setzen. Und dafür habe ich mir grüne Distress Ink mitgenommen, Washi, um den Rand abzukleben. Und ganz zum Schluss hätte ich gern, nachdem es ja eine Landschaft ist, genau. Hätte ich gern da oben Wolken. Ja, Kater? Genau, so schaut's aus. Und das Ganze wollen wir mit Wasserfarben natürlich machen. War jetzt auch irgendwie nicht unerwartet. Gut, das heißt also, wir werden aber Platz tauschen. Und hier. Als erstes werden wir einfach mal das Washi-Tape da oben aufkleben, weil ich glaube, das ist die einfachste Übung. Braucht man zuerst wieder ein Whiteout. Ja, da habe ich euch dann wieder erzählt, was ich gestern gemacht habe. Nicht viel was. Also vor allem wieder einmal zu unmöglichen Zeiten schlafen, was natürlich dem ganzen Schlafrhythmus nicht wirklich zuträglich ist, den ich da im Augenblick nicht entwickle. So, ja, also die Wolken einmal als allererstes. Das ist einfach. Von euch aus gesehen muss ich ja morgen wieder arbeiten. Von mir aus gesehen habe ich Gott sei Dank noch einen Tag frei. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht dann am Dienstag auch noch ein Video bekommt, weil ja auch das Wochensetup noch kommt. Gell? Also für die, die WIMP das erste Mal vielleicht mitmachen, ich starte immer mit einem Wochensetup und ich höre dann auch mit einem Wochensetup wieder auf, damit man quasi den Kreis sich schließen sieht wieder. Ja, also das heißt vom ersten Ding, was review-technisch passiert und dann die ganze Woche, wie ich Sachen weiter verteile und was ich sonst noch mache, natürlich dekorieren. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt der Hauptgrund, warum die meisten da sind. Aber ich habe ja auch immer diesen Anspruch, doch auch Planerin zu sein und nicht nur Dekoriererin. Und da, wie gesagt, brauche ich das eben, dass man auch diese Planungsroutine, die über die ganze Woche hin ist, dann sieht und eben dann auch weiß, so, und was machst du jetzt mit dem ganzen Schmarrn am Ende der Woche? Wartet, da brauche ich noch was zum Unterlegen. Jetzt habe ich mir in der Früh gleich den Livestream von gestern vom Tim Holz angeschaut. Und vielleicht habt ihr es auch in meinen Insta-Stories einmal gesehen. Es gibt jetzt einen Drachen von den Colorize, der heißt Rupert. Und ja, den Rupert will ich natürlich. Gell? Sadela, was haben wir jetzt gesagt? Also wenn wir die jetzt da hersetzen, dann würde das da so sitzen und dann hätten wir 10, glaube ich, haben wir gesagt, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 haben wir gesagt, genau. Und in 13, darüber wollen wir das haben. So quasi, wenn da jetzt die Mitte ist. Das wird spannend. Stempel tun wir natürlich mit der Versafine zwecks der Wasserfestigkeit und überhaupt. Wenn ich kann, werde ich immer mit der Versafine stempeln. Nein, Kata, nicht jetzt. Natürlich jetzt. Steigst du jetzt wieder ins Stempelkissen? Hm? Komm runter da.
Ja, darfst ja da sitzen, ist ja jetzt nicht der Zucker. So. Gut, dann das da wegradieren und sauber machen. Komm, Schätzchen, du bist ein bisschen im Weg. Aber gut, das bist du jeden Tag. Ja, ich möchte wirklich wissen, warum das so schlimm ist, wenn ich filme. Den ganzen Tag interessiere ich dich einen Schlapp. Aber wenn ich filme, dann willst du. Das Gute eben, wie gesagt, bei Tim Holz ist, dass der das Bild da hinten aufzeichnet, weswegen es mir doch so halbwegs zumindest gelingen sollte, zu treffen. Ich meine, natürlich, ich glaube sogar, dass es von ihm eher die Intention war, dass man das tatsächlich ausschneidet und nicht unbedingt im Layering macht, weil 100% passen die natürlich nicht zusammen. Eher noch auf die Vögel als auf die Katzen, weil die Katzen halt mit ihren Gesichtern immer woanders hinschauen und dementsprechend. Bitte hier, Katzenschwanz. So, runter da mit dir. So viele Haare. So viele Haare. Ja, schrecklich. Das kann ich alles beim Stempeln nicht brauchen. Du Held. Ja, also wie gesagt, und dann schauen die in alle Richtungen und dann haben die ja Ohren. Vögel haben jetzt keine Ohren, so gesehen ist es fast ein bisschen leichter, denen dann Hasenohren aufzusetzen. Aua! Ja, genau. Reiß am Mikrofon runter, so hören die Leute nicht. Du, so hört mir ja keiner. Fünfter Versuch. Ich versuche es jetzt einfach. Gell? Also wie gesagt, mehr als schief gehen kann es eh nicht und dann kleben wir was drüber. Schade. Etwas habe ich jetzt vergessen vor lauter Kater. Gott sei Dank ist mir das jetzt noch rechtzeitig eingefallen. Ich muss ja eine Maske machen. Herrschaftszeiten. Schatzi, jetzt hast du mich so abgelenkt. Ich muss ja eine Maske machen, Schatzi. Ja. Du bist ja nur eifersüchtig, weil die Sandy heute in den Planer kommt und nicht du. Deswegen bist du eifersüchtig. So, da haben wir tatsächlich auch passende Post-its. Das ist super. Sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich an meine Post-its rankommen soll. Weil die sind ums Eck. Gut, also. Masken machen ist immer ein Murzer Spaß, weil Post-it-Papier nicht wirklich dafür geeignet ist, darauf zu stempeln, warum auch immer, was dieses Papier da so besonders macht, aber es trocknet schlicht und ergreifend ewig nicht. Gell? Aber heute werden wir ein bisschen hinterlistig sein. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Kater gleich davon rennt, wenn ich jetzt nämlich meinen Heißluftföhn da anmache. Naja, das ist immer noch nicht hundertprozentig trocken, aber wie gesagt. Das mit dem Föhn hat auf jeden Fall geholfen. Ein Kater ist geflüchtet. Wobei das jetzt nicht unbedingt meine Intention war. So, dann schneiden wir das einmal super läufig aus. Am Anfang war ich bei diesem Ausschneiden von den Masken immer immens genau. Das bin ich eigentlich jetzt nimmer. Vor allem, wenn das Dinge sind, die ohnehin nur so filigrane schwarze Striche sind, weil die bleiben sowieso schwarz. Also selbst wenn ich was draufstempel mit schwarz, bleiben es eh schwarz. So, das ist jetzt natürlich spannend, weil das ist nicht dünn ist da unten. Und diese Masken, die bewahre ich mir dann übrigens jetzt auch in meinem Stempelkatalog auf. Und sobald ich es auch endlich geschafft habe, diese Teile abzustempeln, weil so weit bin ich derweil noch nicht, dass ich eben auch die Crazy Birds und Dogs, na Dogs habe ich ja gar keine, Cats und das alles mache, dann werde ich einfach die Masken dort reintun. Früher habe ich sie immer aufgehalten, direkt beim Stempel, aber das hat sich einfach gezeigt, dass das sich immer irgendwie verhängt, dann verliere ich sie, dann kleben sie nicht mehr gescheit. Also, ja. Ha, Schnauf, Gott sei Dank bin ich da noch rechtzeitig draufgekommen.
sollte man auch nicht zu viel verwischen, weil wie gesagt die Tinte da drauf ja nicht perfekt trocken ist. So, Katze, jetzt versuchen wir es noch einmal, wir zwei. Und dann haben wir hier. Da tauchen jetzt natürlich schon die Katzenohren selbst drunter auch wieder auf. Aber ich glaube, das ist jetzt nur mäßig ein Problem. Ja, ich glaube, das hat funktioniert. Wir werden es gleich wissen. Ja, Sandy, du schaust großartig aus. So, der La, wartet, jetzt muss ich schauen, wo du die Maske hin, bitte schaut das super aus. Den Kopfdings habe ich ziemlich genau getroffen. Jetzt schaut es wirklich so aus, wie wenn sie da Ohren hätte und dann ihr nochmal extra Ohren aus dem Kopf rauskommen würden. Oh Gott, ist das böse von mir. So ein böses Frauli. Gut, jetzt brauchen wir aber eine zweite Maske, weil auch die Katze braucht jetzt eine Maske. Und da sieht man jetzt auch sehr schön, was ich gemeint habe vorher mit, ich schere mich da jetzt bei manchen Sachen nicht mehr. Zum Beispiel die Schnurrhaare. Das ist ja, du kannst ja keinen Strich ausschneiden, ja, das geht sich nicht aus. Aber wie gesagt, die sind ja eh schwarz und man würde ja dahinter, wenn da jetzt zum Beispiel das Gras dann raufkommt, das würde man ja ohnehin sehen und das Ding bleibt ja schwarz. Also so gesehen bleibt es auch hier und auch diese Linien, die da immer sind, die eben so vom Schnitzen quasi kommen, die bleiben ja schwarz und die sind ja auch nur dekorativ. Das heißt, die kann man alle wegschneiden bei diesen Masks, das ist überhaupt kein Problem. Schnauf, Katze, fertig. Anstrengendes Vieh. Ja, so, da passt. Zweite Maske ist auch fertig. Ah, mir beißt schon wieder überall. Dann kommst du wieder hierher. Jetzt muss vor allem unten passen, weil es kommt ja jetzt das Gras. Und da haben wir jetzt durchaus das Problem, dass das dann da oben gar nicht so richtig klebt, weil der Klebestreifen ist ja unten. Aber wie gesagt, für heute brauchen wir es eigentlich gar nicht. Ich werde nur ganz ein bisschen den Schwanz da niederkleben, damit er uns nicht in der Gegend herumsteht. Gut, das Gras werden wir nicht schwarz machen, sondern dafür habe ich mir die Distress hier mitgebracht. Und hier den großen Block. Und wie gesagt, ich möchte nur einen Teil von dem Gras, also so ungefähr die Gegend, hätte ich gerne. Das heißt, viel mehr braucht man dann auch nicht Tinte drauf tun. Sieht man eh, was ich mache. Gehen wir ein Stückchen weiter rauf. Ich überlege jetzt nur gerade, wie ich am blödesten tue, weil natürlich die Katze eine schöne Barriere auch darstellt, weil ja der Stempel nicht breit genug ist, um die ganze Ding abzudecken. Die Katzen hätte ich auch noch gehabt, aber es geht ja heute weniger um die Katzen als darum, dass da die Osterhasenohren drauf kommen. Und dafür brauche ich jetzt natürlich schon die Crazy Cats. So, da war. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch die kleine Katze anmalen. Ja, und Sandy, da haben wir gesagt, das wirst jetzt du. Freust du dich schon? Irrsinnig, Frauli, irrsinnig. Gut, und natürlich nehmen wir dafür unser neues Wasserfarbenset.
Die habe ich jetzt übrigens alle da vor mir liegen. In der Hoffnung natürlich, dass ich sie mehr verwende. So, da habe ich nur natürlich ein bisschen rumgeschmiert. Das ist das Schöne, nur wenn man ein bisschen schmiert, kann man radieren. Ja, und schon sieht kein Mensch mehr was. Okay. Gut, dieses 408 ist an und für sich eine ganz gute Farbe, glaube ich, für meine Maus. Dann brauchen wir unseren Klassiker. Genau, möglichst dünn immer die Spitze. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ist es. Und die Ohren habe ich mir ja übrigens auch gedacht, die mache ich so nach Bunny-Ohren-Manier, wie man sie hat, wenn man sich eben verkleidet. Also nicht so braune Ohren, so wie das jetzt ein Hase hätte, sondern ich habe mir gedacht, die machen wir rosa. Um den Ganzen sozusagen diesen verkleideten Touch zu kriegen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man eben generell eine Verkleidung findet, die jetzt wirklich so echt bunny-mäßig ist, ist ja eh nicht sehr groß. Und daher kriegt sie rosarote Hasenohren. Sowieso, also ihr Fell ist ja das Faszinierendste überhaupt, weil sie hat ein Herz. Sie hat ein Herz in ihrem Fell und zwar mitten, Mausi, wo ist der? Ist das eigentlich mitten im dunklen Fell? Ja, sie wird mir antworten, gell? Aber entweder ist es jetzt, das habe ich jetzt gerade voll nicht in Erinnerung, entweder ist es im dunklen Fell eine herzförmige weiße Stelle oder eben im weißen Fell eine dunkle Stelle, eben die ausschaut wie ein Herz, aber ich glaube ehrlich gesagt, im Dunklen ist es ein weißes Herz, weil der Fleck am Bauch ist einfach nur ein Fleck am Bauch. Der hat keine Form. So, gut. Dann in ihrem Ohrwaschel, da braucht man schon ein bisschen rosa, aber wie gesagt, das haben wir da jetzt nur mäßig. Probieren wir vielleicht. Gut, und jetzt wollen wir eben richtige rosa Ohren. Und dafür brauche ich eins von den Sets von Prima. Jetzt könnte man natürlich da irgendwie noch frohe Ostern, aber so richtig was mit frohe Ostern habe ich ja dann auch wieder nicht, sondern wenn, dann habe ich ja nur Easter, müsste wieder Happy dazu und ich glaube, das interessiert mich gerade nicht. Okay, mit der Dekoration wäre ich soweit fertig. Ich denke, dass mir das gefällt. Dann müsste man halt noch hergehen. Und die Pläne. Pläne habe ich mir fülle. Die Frage ist, ob ich es tue. Ja, insofern ist natürlich auch die Frage, ob ich ein vorbildhafter Planerkanal bin, weil wenn ich natürlich nie tue, was ich plan, ja, ist halt auch die Frage, ob man mir glaubt, dass mein System funktioniert, aber es ist so wenig es auch ausschaut, als würde es funktionieren. So sehr funktioniert es auf jeden Fall, weil ohne die ganze Chose tue ich nur weniger. So muss man das sehen. Gut, stummen wir es mal kurz da rein, nur damit wir so ein bisschen einen Kontrast zu gestern sehen. Habe ich es eigentlich geschafft, da oben auch irgendwie was hinzukriegen? Natürlich, das wäre ja zu einfach gewesen. Datum braucht man natürlich heute auch noch eins. Also die Sandy mit rosaroten Hasenohren, das gefällt mir schon. Datum braucht man noch. Werde ich mir wahrscheinlich heute wieder stickermäßig bedienen bei der Jan Plans. Also nicht wirklich bei ihr, sie weiß nichts davon. Aber mit ihrer Schrift halt ganz einfach.
Das ist immer mein Go-To, weil von der Cindy habe ich ja leider nur Monatsnamen und keine Tage. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Da lacht mir ja gerade der Vierer an, das ist perfekt. Sein tut es heute nicht Montag und nicht Freitag. Hoffentlich habe ich jetzt noch einen Sonntag, da ist einer. So, überlappend, nicht überlappend, ich glaube eher nicht überlappend. So, wäre aber vielleicht einmal nicht uninteressant. Dann, das Wetter spielt ja etwas verrückt, würde ich sagen, weil jetzt gestern hat es behauptet, es würde total schön sein. Ich meine, dass der Wetterbericht der Schmarrn ist, das weiß ich ja wohl. Das ist ja genau der Grund, warum ich das Wetter überhaupt aufzeichne, weil ich ja eben immer wieder wissen will, was das Wetter für ein Blödsinn erzeugt, ja? Aber jedenfalls hat es gestern dann noch ordentlich zugezogen, wobei es zwischendurch dann aber wieder total warm war. Also es ist einfach permanent rauf und runter gegangen. Deswegen habe ich dann da noch die Wolke hergezeichnet, hergeklebt. Und heute, wo ist mein Dings? Schauen wir mal gleich, wie das Wetter ist. Augenblicklich schaut es wieder nur noch aus, dass es super hübsch wird. Wetter, ich muss jetzt dann endlich mal Terrasse wieder gießen. Heute soll es Wolken mit Sonne und maximal 11 Grad. Naja. So, dann werden wir aber heute, nachdem wir schon einmal farbige Wolken haben, werden wir einfach weitere farbige Wolken daher tun. Gehst du her? Aber ich glaube, da bin ich jetzt beim falschen Wetter. Da schneit es ja. Und dann eben 11, minus 2 Grad soll es sogar heute irgendwie kriegen. Naja, glaubt man das? Wahrscheinlich in der Nacht. Sadela. Und dann kleiner Sandy-Hase. Was machen wir jetzt? Irgendwo sollten wir wieder markieren, dass wir essen gehen. Eben zu die Altvorderen. Heute ist dann. Das wird man nicht wegradieren können. Das ist Tinte, Tinte. Naja. Zeitlinie habe ich ja gesagt, Pfeife, wobei sie sogar passend geht. Also in dem Bereich werden wir drüben sein. So gesehen könnte in dem Bereich ein Label kleben oder mit meinem allerliebsten Huronichi Stempel. Das passt mir eigentlich, glaube ich, ganz gut. Den verwende ich leider viel zu selten. Dabei ist der wirklich super. Erstens einmal ist er nicht ganz so breit. Weil der ja für einen Kasten quasi dimensioniert ist. Das heißt, das passt mir da natürlich super her. Und zweitens hat er hier eine Aussparung, wo man eben ein Icon hin tun kann. Und deswegen habe ich ihn ja auch gekauft, weil man das so taugt hat. Und dann tue ich es doch nie. Na toll, schaut's, wie gut ich stempeln kann. Aber da werden wir jetzt gleich diesen Essensdingsbums Sticker drüber kleben und dann wird es schon fast nicht mehr sichtbar sein. Da ist es. Immer fast ist vielleicht auch übertrieben, gell? Seufz. Sonst passe ich immer auf wie Haftelmacher bei solchen Spieße und dann aber wieder nicht. Mal nicht so schreiben, mein Papa auch dazu, sonst glaubt man ja gar, dass ich nur eine Mama habe. Aber nein, ich habe auch einen Papa. Manchmal erzähle ich ja wohl von ihm auch. Aber ja, er ist eher ein stiller Geselle und daher, ja, ist da nicht so viel Aufregung und nicht so viel zum Erzählen. Gut, sonst noch was? Sonst noch was. So, da hat mir die Seiten schon super gut gefallen. Soll ich da wirklich noch was reinschreiben? Ich mache es eh nicht. Top 3 wäre wieder so eine Geschichte. Seufz. Will ich nicht. Wollen? Na. Machen? Wahrscheinlich. Was könnt ihr denn? Wie könnt ihr denn die markieren? Ich habe ja auch hier so meine Punkte-Dinger da, beziehungsweise diese Hackelen.
die ja quasi auch viel zu selten einsetzt, weil haben du ja eine ganze Menge davon. Die Herzerlern sind wir vielleicht ein bisschen zu kitschig. Die da könnten gehen. Was machen wir da oben? Ist noch alles so quasi Himmel. Das heißt, da oben soll es blau werden. Da herunten darf es grün werden. Also wenn wir die da nehmen. Jetzt sitzt da unten und ist ganz unglücklich, weil ich Nein, ne Bomoko gesagt habe. Aber du wirst ja nur was zu fressen. Ich kenne die doch mittlerweile schon. Ne? Seit 8 Jahren kenne ich dich. Kuscheln und fressen. Gut, dann hätten wir die Top 3. Dann hätte ich hier die Möglichkeit, zwei Spalten zu machen. Genau. Die Möglichkeit hätten wir. Und wir hätten natürlich die Möglichkeit, dass der Kater kommt. Da haben wir wieder ganze Menge Katzenhaare von dir. Das ist so lieb, dass du immer dran denkst, dass du mir welche mitbringst. Gell? Bin ganz begeistert. Und das machen wir heute mit denen. Du weißt schon, dass ich Rechtshänderin bin, gell? Ganz genau weißt du das. Deswegen legst du die ja so her. Passt. Ah, da, da, da. Gut. So weit, so schön. Warte jetzt einmal noch ganz kurz. Na, ich glaube nicht, dass sie da jetzt die Color Dot Dinger da verwenden möchte. Ich wüsste auch gar nicht, in welcher Farbe. Ausprobiert habe ich es schon in diesen 4 mm. Sie passen immer noch gut rein. Man darf halt dann vielleicht nicht ganz so fest aufdrucken. Na, der Kater, liebe, wir werden das ganz einfach mit ganz normalen To-Do-Listen machen. Okay, passt. Kater hat gerade beschlossen, ich mache das jetzt einfach so, weil er mir ja eh nichts holen lässt. Und dann werden wir mal die Sachen von gestern weiter verteilen. Und bügeln wäre jetzt einmal schon was, was wir ganz oben hinschreiben sollen, weil zumindest einmal in der Woche wäre schon super. Das war mal das, was wir von gestern und von der Wochenliste uns geholt haben. Dann holen wir uns die Dailies. Gell, Mausi? Und wir haben gerade gesehen, es ist doch ein dunkles Herz auf weißem Grund und sie hat es auf dem rechten Oberarm sozusagen. Hat sie's. Ha, jetzt haben wir es aber, gell, Mausi? Das Gute ist, dass die linke Seite ist, da sieht man es nicht. Gut, was haben wir denn jetzt da noch drauf? Was noch nicht oben steht. Das Gerumse, das ihr übrigens hört, mein Schätzchen ist aufgestanden und immer wenn er am Sonntag aufsteht, dann macht er die Küche. Mit der Mutter. Und ich kann die Tür nicht zumachen, weil die Katzen herinnen sind. Also Verzeihung. Gut, dann hätten wir das und in dem Bereich würde ich jetzt noch eben Filme bearbeiten, Weekly Review, das tun wir jetzt noch daher. Allerdings, 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 Mausi, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wäre ja irgendwie schön, wenn das irgendwie hervorgehoben wäre mit irgendwas. Ich habe mir nur gerade gedacht, da daneben, nachdem das eigentlich fast alles mit Dings zu tun hat, wie sagen wir mit Self-Care und so, könnte man schauen, ob wir ein Icon finden, das das in irgendeiner Form repräsentiert oder zumindest am Pfeil. Pfeil geht dann auch. Und dann schauen wir noch einmal ganz kurz, weil ich bilde mir ein, da gibt es ja auch einen Planer, ist vielleicht übertrieben. Gibt diesen Kalender. Ja, Fräulein, was hätten wir denn gern? Was zum Fressen?
Tja, wie heißt es so schön? Das ist das Schicksal, das einen so hart trifft. Grübel, grübel und studier. Das passt mir gerade gar nicht. Naja, mal sehen. Sind wir damit zufrieden? Sagen wir mal so, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, weil jetzt ist es so. Gell? Und vielleicht werden wir aber jetzt noch die Pinnnadel anmalen. Mit welcher schönen Farbe malen wir denn die an, Süße? Rosarote Ohren hast schon. Grün wäre natürlich hübscher, wie fürchte ich, habe kein so ein Grün, das jetzt da dazu passt. Ja, dann werden wir ein Rot nehmen. Es hilft eh nichts. Pinnnadeln haben rot zu sein. Und dafür nehme ich mal jetzt einfach diese. Wobei, huaha. Na, doch nicht. Zumindest nicht dieses Rot. Welches Rot nehmen wir denn dann eher? Nehmen wir dieses French Vermilion. Schlagt sich zwar jetzt auch super. Ich glaube sogar, dass das eher zu orange wird. Wartet mal. Gut, so, Dela, mein Teil wird jetzt dann bald aufhören aufzunehmen, aber das ist nicht dramatisch, weil wir sind fertig. Zumindest ansatzweise. Gut, haben wir eine To-Do-Liste, die wieder viel zu lang sein wird, das ist keine Frage. Aber was ich ja durchaus auch schon öfters erwähnt habe, To-Do-Listen sind für mich ein All-You-Can-Do-Buffet. Das heißt, das, was ich schaffe, das mache ich. Und das, was ich halt nicht schaffe, das mache ich nicht. Und es ist mir durchaus bewusst, dass nicht alles geht. Manchmal geht alles, ja. Also ich habe schon To-Do-Listen abgearbeitet dann am Tag. Da hat es mir die Schuhe ausgezogen, weil ich mir gedacht habe, wow, wie ist denn das gegangen? Aber wie gesagt, ich schreibe mir lieber ein bisschen zu viel auf als zu wenig. Genau. Gut, dann hoffe ich, dass euch das auch gefallen hat. Und dann sehen wir uns noch zum Weekly Review wieder. Und dann ist leider Gottes die Woche in meinem Planer wieder vorbei. Aber es kommt wieder eine. Ja, und vor allem, was kommt? Nächsten Sonntag, also jetzt dann am 10., am 11., machen wir wieder einen Livestream. Ihr mal überlegt, so zwei Livestreams pro Monat, das kriege ich auf jeden Fall hin. Und den ersten machen wir jetzt dann am 11. Also dann, bis morgen, baba.